So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Herr der Ringe Online. Ja, nach einer kleinen, naja, Pause, prüfungsbedingt, also weil ich jetzt in letzter Zeit ein paar Prüfungen hatte, ja, in meinem Studium, und naja, darum wollte ich mich halt kümmern und konnte deshalb nicht so viel aufnehmen, wie man vielleicht auch gemerkt hat. Aber jetzt sind die Prüfungen vorbei und ich kann jetzt mit dem guten Daerwun reden. Maegowanen, bleibt einen Moment und sprecht mit mir. Es war Umfre der Jäger, der mich vor einem Rudel merkwürdiger weißer Hunde rettete. Sie stürzten sich auf mich, kurz nachdem ich den Wald betreten hatte. Er nannte sie Kun Annun. Er scheint ein guter Kerl zu sein, obwohl er etwas enttäuscht wirkte, als er erfuhr, dass ich ein Nordländer bin. Dennoch half er mir, meine Wunden zu versorgen, und ich hoffte, dass ich seine Dienste als Führer für den Wald in Anspruch nehmen könnte. Doch er ist gegangen, auf der Jagd nach einem dieser Hunde, der wohl die Leute seines Dorfes in Angst und Schrecken versetzt hat. Inzwischen ist ein ganzer Tag vergangen und ich habe nichts von ihm gehört. Ich fürchte, dass er verletzt oder gar tot am am Waldrand liegt. Mein Bein ist immer noch nicht zum Wandern bereit. Falls ihr Umfre finden und hierher bringen könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ich schulde ihm etwas und er ist vielleicht der Einzige, der uns durch diesen Wald führen kann. Ja, dann geht doch außen rum. Mein Gott. Das ist ja unfassbar. Wieso wollen die durch den Wald gehen, wenn er so gefährlich ist? Ja? Dabei war doch Herr der Ringe Online immer so ein waldverherrlichendes Spiel. Weißt du, da wurde der Wald immer als toll dargestellt und jetzt natürlich nicht mehr. So, ich soll jetzt hier überall hin und zwar dahin und dahin und dahin. Und ich weiß gar nicht, welches ich jetzt zuerst machen soll. Ich kümmere mich mal zuerst um den verschwundenen Jäger. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das chronologisch sinnvoll ist. Keine Ahnung. Außerdem habe ich jetzt tatsächlich mal die kaputte Festplatte einfach mal rausgeschmissen. Also rausgebaut aus dem PC. Ja, ich habe schon wieder Punkte bekommen. Das ist sehr schön. Und auch diesen Titel. Das ist toll. Was ist denn diesmal? Freund der grauen Schar. Ach, das ist ja... Naja, ich weiß nicht, ob das so ein toller Titel ist. Aber naja... Da wären wir Orktöter oder Schlechter des Bösen oder was weiß ich. Nee, Schlechter des Bösen wieder falsch. Klingt wieder falsch. Schlechter der Bösen. Schlechter. Nee. Ach, keine Ahnung. Irgendein epischer Titel wäre schon besser als Freund der grauen Schar. Zumal, wer kennt schon die graue Schar, oder? Warte, kennt man die graue Schar? Doch, die graue Schar kennt man. Ne? Wie hießen die andere Geheimorganisation? Weiß ich gerade gar nicht. So, Rufstatus auch geändert. Ja, ja, Tat, bla, bla, bla. Weißt du, änderst den Rufstatus, kriegst du gleich 5 Meldungen hier. Ach ja, übrigens, Geschenke kriege ich auch noch. Das ist sehr schön. Und was zu essen. Ham, nam, 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 nam. Om, nom, 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 nom. So, was hatte ich gesagt? Ach so, die kaputte Festplatte hatte ich jetzt ausgebaut. Ich hoffe, dass sie kaputt ist. Ansonsten bin ich nämlich ratlos. Und einfach mal hingeschickt zum Hersteller und hoffe mal, dass die repariert, beziehungsweise dass eine neue dann halt zurückkommt. Wäre sehr hilfreich. Ich laufe genau falsch. Naja, nicht wirklich, aber ich muss zumindest hier hin. Was man natürlich auch da oben sieht, aber da guckt man ja nicht hin als Let's Player. Vor allem ist der Monitor... Wobei, so groß ist er gar nicht. Sind ja nur 24 Zoll. Ja, geht ja eigentlich noch. Wenn ich bedenke, dass der Huf... warte, es war das hier, ne? Also, das. Sollte doch eigentlich jetzt... Ist das jetzt? Ja, hat sehr gut geklappt. War das nicht? Hatte ich nicht Alt plus F genommen, um das zu sperren? Komisch. Huf, hallo? Wieso greift er jetzt den anderen an? Ich bin verwirrt. Und wieso bin ich fast tot? Was ist denn? Ist ja lächerlich. Na warte, du Waldtroll. Stirb. Ach, er ist tot, Mensch. Er ist tot, Chip. Hatte ich nicht irgendwo... Warte mal, hatte ich nicht... Ich muss mal... Ja, ja, genieß mal bitte. Dann kann ich auch mal Esc drücken, sonst... Oder Escape, sonst... was war das? Optionen. Das statt Dua-Belegung.
Okay, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Alter, Leute, Leiste anzeigen. Ich suche einfach mal Speer. Ach. Huch, hat er irgendwie nicht das Richtige übernommen? Verstehe ich jetzt nicht. Also. Machen wir nochmal. Ne? Was? Alt plus F. Das wäre auch toll, wenn du mir anzeigen würdest, welcher anderen Kombination das zugewiesen oder welcher anderen Aktion die Kombination zugewiesen wurde. Das wäre echt hilfreich. Wieso ist das hier nicht in der Mitte? Verstehe ich nicht. Finde ich nicht gut. Ist asymmetrisch. Ja. Naja. Gut. Was wollte ich sagen? Die kaputte Festplatte ist jetzt rausgeschmissen. Ich warte noch auf eine Ersatzfestplatte. Währenddessen kann ich zumindest das Raid noch nutzen. Auch wenn es natürlich doof ist, dass wenn jetzt wenn jetzt genau die falsche Festplatte ausfällt, allerdings nur eine. Also die anderen vier dürfen ausfallen, da ist es kein Problem, wenn eine von den anderen vier ausfällt. Aber wenn genau die eine falsche ausfällt, sind alle Daten weg, das ist doof. Deswegen ja eigentlich auch Raid 1.0. Doof nur, wenn eine Festplatte kaputt ist und man die ersetzen lassen muss. Und naja, so 200... Was kostet die? 270, 280 Euro für die eine Festplatte möchte ich auch nicht ausgeben. Ich habe ja schon 6 Stück davon gekauft. Das ist so schon eigentlich viel zu viel. Ja. Und alles nur, um hier aufnehmen zu können in der Auflösung. Warum tue ich das eigentlich? Ich weiß es nicht. Kann ich hier auch irgendwie mal gucken, ohne dauernd Blätter im... Alter, Mann. Okay, er sagte Folgendes. Ich danke euch, mein Freund. Ich fürchte, die Bestie war stärker als ich. Ich muss mich auf den Weg machen, bevor weitere kommen. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen. Also so stark schien die Bestie jetzt aber nicht unbedingt zu sein, muss ich ja zugeben. Was ist das da oben? Ist das Essen? Ach ja, ich habe schon etwas gegessen. Das ist ja toll. Stellt das überhaupt... Ja doch, das stellt einiges her außerhalb des Kampfes. Ich laufe mal wieder zurück. Ich soll mit... Umfre... Ich kann das gar nicht... Das kann man nicht erkennen. Wieso ist das so klein? Umfre in Echad Daewon soll ich sprechen, genau. Oder Umfre, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. So, schon wieder, was, schon wieder 8 Minuten gespielt und nicht mal eine Quest richtig fertig. Das ist ja unfassbar. Und er sagt doch gar nichts. Ihr habt meinen Dank, du Wodiat. Die Wälder sind in letzter Zeit gefährlicher geworden. Die Kun Anun, die Männer und Bestien gleichermaßen jagen und töten, sind ein Schrecken aus alten Gruselgeschichten. Ich weiß nicht, was eure Leute hier tun, aber um ehrlich zu sein, ist es mir auch egal. Was auch immer euer Ziel hier sein mag, solange es meinen Leuten keinen Schaden zukommen lässt, werde ich euch helfen, wenn ihr mich helfen lasst. Wenn ihr mich helfen lasst. Okay. Ja. Viele böse Dinge lauern in den Schatten. Ich fürchte, dass Wölfe unsere geringste Sorge sein werden. Kommt mir das nicht... Ich glaube, diese Aussage kommt mir sehr bekannt vor. Das mit den Wölfen geringste Sorge, bla, hat das nicht ein anderer NPC schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Naja. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade gefragt, ob das rassistisch ist, dass der jetzt schwarz ist und als Südländer, keine Ahnung, aber eigentlich, was ist daran rassistisch? Naja, keine Ahnung, ich glaube, das ist nicht rassistisch. Heutzutage, weiß ich ja nicht, heutzutage kannst du ja irgendwie gar nichts mehr sagen, ohne dass gleich irgendwer schreit, du bist aber voll der Rassist, ey. Naja, also da darfst du ja irgendwie wirklich gar nichts mehr sagen, das ist eigentlich schrecklich. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt vorlesen, was er jetzt sagen möchte, und zwar Folgendes. Wenn ihr unbedingt durch den verfluchten Wald müsst, kann ich euch nicht helfen, denn ich gehe gehe nie so tief hinein. Aber die Derut könnten einen Weg kennen. Ein paar unserer Leute werden auserwählt, die Geheimnisse des Waldes zu erlernen. Jene, die zurückkehren, behaupten, sie hätten mit den Geistern des Waldes kommuniziert, aber sie sprechen nur wenig darüber. Dies sind die Derut der Trauerhöhen. Es gibt einen uralten Steinkreis namens Gala Kulch in den nördlichen Ausläufern des Waldes.
Dort könnt ihr sie vermutlich finden. Bringt ihnen ein paar Beeren oder etwas derartiges. Dann werden sie vielleicht ihre Weisheit mit euch teilen. Erwartet jedoch nicht zu viel von ihnen. Sie haben nicht viel für Duvodiat wie euch übrig. Ich fühle mich beleidigt, ja. Ah, die sind die Rassisten, ja? Echt mal. Da, ja, also nicht die Schwarzen im echten Leben, sondern der hier. Also der jetzt nicht, aber die Leute hier, die haben nichts für Ausländer übrig, ja? Finde ich nicht gut. Ja, sollte man sich beschweren. Wer hat sich das ausgedacht? Ist doch total doof. So, ich soll 12 Beeren sammeln. Und ich vermute, dass an jedem Strauch nur eine Beere hängt. Natürlich. Ist ja klar, ist ja logisch. Ich meine, die pflanzen sich ja nur darüber fort, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Oder? Ja, ich glaube, doch, die pflanzen sich, glaube ich, darüber fort. Über diese Beeren. Ja, die Sträucher lassen Beeren fallen. Diese Beeren, naja, aus denen wachsen dann halt neue Sträucher. Also wenn wirklich an jedem Strauch nur eine Beere dran wäre, dann gibt es diese Sträucher nicht mehr. Muss man ja auch mal sagen. Also irgendwie ist das ein bisschen sinnlos, aber gut, ich sag dazu am besten gar nichts mehr. Das hatte ich auch schon viel zu oft bemängelt. Zurück zum anderen Thema. Ja, heutzutage, generell kommt mir das so vor, als dürftest du heutzutage gar nichts mehr sagen irgendwie. Ohne gleich als Rassist oder Nazi oder was weiß ich zu gelten, ja. War da nicht so eine Diskussion, ich weiß gar nicht, waren das böse Onkels oder war das, nee, Freiwild, glaube ich, war das. Die haben, glaube ich, über die Heimat gesungen und in den Liedern die Heimat gelobt. Und ja, sorry, aber das ist doch nicht, was ist denn daran irgendwie falsch? Verstehe ich nicht. Ich meine, wenn jemand den Ort mag, an dem er aufgewachsen ist und darüber singt, ist das doch nicht falsch. Ich meine, guck dir doch mal die ganzen Lieder an, die beim Volksfest der Volksmusik oder wie das heißt, da kommen. Ja, im ZDF oder in der ARD oder was weiß ich, mit diesem komischen Florian Silber, Eisen, keine Ahnung. Ja, da singen die Leute doch auch über ihre Heimat oder diese komischen bayerischen Typen, die da immer singen. Ja, nichts gegen Bayern, aber ich weiß auch gar nicht, wieso ich das mit Bayern... Generell so Alpen, Leute aus den Alpen, da hört man, die bringe ich immer mit diesen Liedern in Verbindung, wenn die über, dass die immer über die Heimat singen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass die da mehr drüber singen als jetzt die aus dem Norden oder die werden halt einfach mehr gezeigt. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe natürlich nichts dagegen, sollen sie halt da singen. Klingt nur scheiße, muss ich ja nicht gut finden. Ich kann es ja gerne tolerieren und beziehungsweise akzeptieren. Aber toll finden muss ich die Musik ja nicht. Naja, auf jeden Fall, wenn die über ihre Heimat singen oder halt Freiwild oder wer auch immer das jetzt war, ich glaube es war Freiwild, das auch tun, dann ist dann doch nichts, das hat doch nichts damit zu tun, ob man Nazi ist oder nicht. Ja, ich meine, natürlich kann es sein, dass es Nazis sind, aber das glaube ich nicht. Ja, nur weil man über die Heimat singt, ist man ja noch längst kein Nazi oder was weiß ich. Also manchmal verstehe ich das einfach nicht. Ja, du darfst heutzutage irgendwie wirklich, ja, ich glaube, du darfst heutzutage wirklich gar nichts mehr sagen, so groß. So, zumindest nichts, was irgendwie mit Heimat oder, was weiß ich, mit Ausländern zu tun hat. Oh mein Gott, er hat Ausländer gesagt. Ey, ist voll die Nazi, Mann. Ja, also, sorry, aber wo sind diese Sträucher denn? Das ist ja unfassbar. Ich finde einfach keine Sträucher. Das ist so ein Riesenwald und die Sträucher sind natürlich nur da vorne irgendwo, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch unfassbar. Das straucht mich ziemlich. Nee, weiß ich nicht. Hier sind es auf jeden Fall wilde Beeren. Ne? Sollte man jagen, diese Beeren, aber naja. Das geht natürlich nur, wenn sie mit Ä und nicht mit 2 E geschrieben werden. Tja. Was haben wir noch für Themen? Haben wir noch irgendwelche Themen, über die ich reden könnte? Jetzt gehen mir wieder die Themen aus, verdammt. Hatte ich nicht irgendein Thema? Tja. Was ich auch überhaupt nicht verstehe. Also,
wirklich nicht verstehe, ist, warum Leute bereit sind, etwas zu kaufen, was ihnen selbst schadet. Ja, wodurch sie selber früher sterben, sich vergiften und was weiß ich. Und dafür geben sie auch noch sehr viel Geld aus. Also das ist echt, wie die Ferengi in der einen Deep Space Nine Episode, wie hieß denn die Episode? Kleine grüne Männchen hieß die Episode, glaube ich. Also Star Trek Deep Space Nine, da haben die Ferengi auch das, was Ähnliches gesagt, weißt du? Und die Ironie dabei ist, dass die Ferengi ja eigentlich die Menschen sozusagen natürlich ein bisschen übertrieben darstellen. Also die Menschen, wie sie aktuell sind. Ne, es gibt natürlich auch Menschen im 24. Jahrhundert, die dann nicht so sind wie die Ferengi. Aber die Ferengi sind halt so die Kapitalisten in Star Trek und was weiß ich. Und praktisch die Menschen des 21. Jahrhunderts. Ja. Beziehungsweise des frühen 21. Jahrhunderts. Ich weiß ja nicht, wie es am Ende des 21. Jahrhunderts aussieht. Vielleicht gibt es dann ja schon Replikatoren oder was weiß ich. Und man braucht kein Geld mehr. Das wäre ja auch toll. Ich frage mich übrigens wirklich, ob das passieren wird, dass man kein Geld mehr braucht, beziehungsweise dass man ohne Kapitalismus und was weiß ich überleben kann, wenn es Replikatoren gibt, wo du einfach nur einen Knopf drücken musst und schon hast du dein Essen. Ja, ich meine, wenn man so weit kommt, dass jeder Essen hat dadurch, dann sollte das doch kein Problem sein, auch die anderen Sachen irgendwie hinzubekommen, ohne... Vor allem, du kannst ja nicht nur Essen damit machen, du kannst ja alles andere auch damit machen. Also eigentlich brauchst du dann keinen Kapitalismus mehr, theoretisch. War zumindest die Idee dahinter. Ob das jetzt aber stimmt, weiß ich nicht. Wo soll ich denn jetzt hin? Da unten irgendwo, hä? Hat er nicht irgendwas von Waldesrand gesagt? Oder irre ich mich jetzt? Ich habe nämlich die Vermutung, dass es den Kapitalismus tatsächlich ja nur gibt, weil die Menschen tatsächlich, ja, ich meine, das ist ja auch eines der wenigen Dinge, die man überhaupt zum Leben braucht, ist ja Essen und Trinken. Neben jetzt natürlich so Sachen wie einer Wohnung oder so, wobei man ja theoretisch auch ohne Wohnung überleben kann, sagen wir es mal so. Ist natürlich kein schönes Leben, aber man kann theoretisch auch ohne Wohnung überleben. Ne, ach hier muss ich hin. Zum komischen Stonehenge hier. Oder wie das heißt. Ach nee, Galakulch. Und mit dem guten Enid sprechen. Oder der guten Enid. Die hört mir Enid zu. Siehst du, schon bin ich zu weit weg. Hört sie mir nicht mehr zu. Will nicht mehr mit mir sprechen. Ja, diese Frauen. Echt. Naja. So, tja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob es den Kapitalismus noch geben wird oder ob man den wirklich abschaffen kann, wenn man sowas wie Replikatoren hat. Wer nicht weiß, was das ist, einfach mal Star Trek gucken. Und wer weiß, was es ist, kann es ja trotzdem gucken. Die Serie ist nämlich wirklich nicht schlecht. Beziehungsweise die Serien sind ja mehrere. Bis auf einige, also bis auf die, ich glaube, die sechste Staffel von Star Trek Voyager, die war im Allgemeinen nicht so toll. Und natürlich gibt es noch eine andere Episode, die nicht so toll waren, aber die meisten sind doch schon ganz gut. So, Enid. Eure Gegenwart hat böse Geister über uns gebracht. Wer seid ihr, Duvodiat? Wie kommt es, dass ihr euch in diese Wälder traut und uns in der Weise der unseren eine Gabe darbringt? Ich halte nichts von eurer Gegenwart und euren Anmaßungen, doch unsere Regeln sind alt und ich würde es nicht wagen, sie in einer Zeit wie der jetzigen zu brechen. Also sagt schon, wonach sucht ihr? Ich habe euch nichts zu sagen, Duvodiat. Jetzt sei doch nicht so ablehnend, ja? Guck mal, ich weiß nicht, was ich dir bieten kann. Keine Ahnung. Ich habe dir diese wunderschönen Bären mitgebracht. Naja. Ein Pfad in den Süden? Früher vielleicht, aber nicht mehr zu dieser Zeit. Die Geister des Waldes sind wild gewachsen. Und gefährlicher als sie sonst, als sie einst waren. Jemanden wie euch würden sie einfach verschlingen.
Ich könnte mich unter die Geister begeben und selbst mit ihnen sprechen. Aber dafür muss ein Ritual ausgeführt werden. Und es ist heutzutage gefährlich, die Dinge zu sammeln, die dafür benötigt werden. Dinge sammeln? Okay. Ich bezweifle, dass euer Mut ausreicht, um dem Bösen dieses Landes Widerstand zu leisten.